Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Die von euch, denen echte, professionelle, an euer Ohr angepasste In-Ear-Kopfhörer zu teuer sind, werden sich heute freuen, denn ich werde euch heute die Beson B-Singer Plus Pro In-Ear-Kopfhörer in Kombination mit dem Beson Smart Cable vorstellen. Bevor wir aber beginnen, erstmal ein großes Dankeschön an Beson, die mir netterweise diese beiden Artikel für das Video hier bereitgestellt haben. Alle Links zu den Produkten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso vergleicht der Typ professionelle 1000-Euro-Systeme mit einem Budget-Kopfhörer? Dann sei gesagt, dass die B-Singer Plus Pro zwar gut für den Geldbeutel, aber noch besser im Klang-Preis-Verhältnis sind. Dazu aber später mehr. Beide Artikel kommen schön an und man sieht direkt, dass schon in die Verpackung viel Aufwand seitens des Herstellers geflossen ist, was mir persönlich immer sehr gefällt. In der Schachtel der B-Singer Plus Pro finden wir als erstes die In-Ears selber. Diese haben mich qualitätstechnisch echt beeindruckt. Wir haben eine ergonomische Form, die in jedes Ohr passen sollte und dazu ein super shiny Finish von außen. Des Weiteren haben diese In-Ears wie die meisten Produkte von Beson eine sogenannte MMCX-Schnittstelle, die die Kopfhörer echt hochpusht. Wir können somit nicht nur alle gängigen MMCX-Kopfhörerkabel nutzen, sondern diese bei einem Defekt, was ja je nach Nutzung mal vorkommt, ganz einfach und günstig austauschen, ohne gleich den ganzen Kopfhörer zu verschrotten. Wo wir gerade bei Kabeln sind, es liegen den Kopfhörern nicht nur ein Kabel, sondern gleich zwei bei, die auch echt stabil und robust wirken. Das eine Kabel ist hier bei mir für den Musiker ausgelegt und das andere für den alltäglichen Nutzer, der die Kopfhörer auch als Smartphone-Steuerung bzw. Freisprecheinrichtung nutzen will. Beide Kabel haben am Ende einen unsichtbaren Draht eingeflochten, damit man das Kabel bequem hinter dem Ohr nach unten führen kann. Obendrauf bekommen wir noch eine Transportbox im Portemonnaie-Format, einen kleinen Pinsel zum Reinigen der In-Ears, natürlich viele andere Kunststoffaufsätze, um den Kopfhörer perfekt ans Ohr anzupassen und ein Flugzeugadapter. Zu dem Preis und der Qualität absolut unschlagbar in meinen Augen. Die Hauptfrage bei einem Kopfhörer-Review ist aber immer, wie ist der Sound? Dazu kann ich nur sagen, hammer gut. Wir haben eine schöne Klarheit, aber auch fette, kraftvolle Bässe im Klangbild, die zusammen ein echt stimmiges Sounderlebnis hervorbringen. Im Vergleich zu meinen echten ans Ohr angepassten In-Ears ist tatsächlich kaum ein Unterschied hörbar. Lediglich der Fakt, dass die echten näher und abschließender im Ohr sitzen, macht hier einen kleinen Qualitätsunterschied. In meinen Augen aber trotzdem, ich betone es nochmal, unschlagbar. Wozu nun aber das Smart Cable? Das Smart Cable ist ein Nackenband mit Bluetooth. Heißt, ihr könnt bequem nicht nur die B-Singer Plus Pro, sondern auch wieder jeden MMCX-Kopfhörer mit dem Smart Cable verbinden und ihn so zu einem Bluetooth-Kopfhörer machen. Ich konnte so beispielsweise auch meine selbstgebauten, professionellen, ans Ohr angepasste In-Ears kabellos machen. Wie cool ist das bitte? Übrigens, wenn ihr Tüftler seid, habe ich ein sehr ausführliches Video über das Selbstbauen professioneller In-Ears auf diesem Kanal. Den Link gibt's in der Infocard und der Videobeschreibung. Das Smart Cable hat eine gute Reichweite, die dem Standard entspricht, eine angegebene Akkulaufzeit von 10 Stunden, wobei es in anderthalb wieder voll aufgeladen ist. Es ist schnell und einfach mit jedem MP3-Player, Smartphone oder Smartwatch verbunden und man hört so gut wie keinen Qualitätsunterschied zwischen dem Nutzen mit und ohne Kabel. Als Fazit, für den Preis ein absolutes Must-Have für jeden Musikliebhaber, der den Geldbeutel schonen möchte und trotzdem ein gigantisches Klangerlebnis erzielen will. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es gerne, schaut euch noch andere, zum Beispiel DIY-Projekte von mir an. Ein Abo würde mich riesig freuen und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!